Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen in meinem Garten. Heute machen wir leckere Beef Short Ribs aus dem Big Green Egg. Und wie wir das gemacht haben, seht ihr jetzt in diesem Video. Ich habe mir hier zwei wunderschöne Beef Ribs geholt bei Yo Beef. Das sind Short Ribs. Den Link dazu packen wir euch natürlich unten in die Box rein. Und wie man sieht, haben die eine unglaubliche Marmorierung. Also ich bin da total begeistert von. Das sieht wirklich richtig gut aus. Und die werden sicherlich hier total lecker schmecken. Wir müssen damit auch gar nicht viel machen. Also die Silberhaut nehme ich nicht mehr runter bei Beef Ribs in der Art und Weise. Das hält mir das schön zusammen. Die Rippchen, also die Knochen fallen nicht von alleine vom Grill runter. Die kann man hinterher immer noch gut entfernen. Das ist gar kein Problem. Ich würze unten auch gar nicht. Das macht wenig Sinn in meinen Augen. Also zumindest bei der Methode, die ich jetzt gerade mache. Oben drauf ist ein bisschen Fett und das lasse ich auch drauf. Das Einzige, was ich mache, ich werde es ein bisschen einschneiden, damit es ein bisschen cooler aussieht. Und dann dringt auch das Gewürz besser in das Fleisch ein. Weil sonst ist das ja wie so eine Art Barriere. Und ich habe hier zwei schöne Lagen. Das ist auch so ein Short Ribs. Man sieht ja hier Short Ribs, kurze Rippen, allerdings sehr breit und sehr dick. Ist aus dem Bauchbereich und nicht aus dem Rücken. Die brauchen sicherlich so bei der Methode, die wir machen, so 5, 6, 7 Stunden irgendwo so dazwischen. Und das Einzige, was wir jetzt erstmal machen, ist würzen. Dazu habe ich hier unseren selbstgemachten Dalmatiner Rub. Und der wird dann jetzt quasi bis auf die Unterseite von allen Seiten drauf gemacht. Und dann kommen die Dinger schon in den Grill. Wir lassen die so 10 Minuten hier liegen erst. In der Zwischenzeit lege ich ein bisschen Räucherholz rein. Da habe ich hier ein schönes Stück Hickory. Mein Big Green Egg, das habe ich schon vorgeheizt, ist jetzt so bei 190 Grad. Wenn wir gleich das Fleisch runterlegen, dann ziehen wir die Temperatur aber runter auf ungefähr 140 so in etwa. Unsere Rippchen sind jetzt schön vorbereitet und der Grill läuft auch schön. Entwickelt sich schon schön Rauch, es riecht schon richtig lecker hier nach Hickory-Rauch. Ich werde die Dinger jetzt auflegen und dann warten wir erstmal so 2 Stunden circa und gucken uns dann an, wie sich die Sache entwickelt hat. Unsere Rippchen waren jetzt ungefähr 3 Stunden auf dem Grill und sehen schon richtig gut aus. Die sind allerdings noch recht fest. Jetzt müssen wir die noch weich bekommen. Und dazu habe ich mir hier so einen Gänbehälter geschnappt. Da kommen die gleich rein. Dazu gebe ich aber vorher erst noch ein paar grob geschnittene Metzgerzwiebeln. Die schneide ich wirklich nur in so Achtel oder sowas in der Richtung, also ganz grob. Dann noch so ein paar Knoblauchzehen. Die können im Ganzen mit rein, die werden richtig schön weich und lassen sich hinterher ganz toll essen. Außerdem noch ein bisschen rote Paprika für die Farbe und natürlich ein bisschen Chili für mich. Und dann habe ich hier noch ein Becherchen voll mit selbstgemachten Rinderfond. Der kommt auch noch mit dazu. Dann werden wir den Deckel schließen, also den Deckel drauflegen. Und dann kommt das Ganze wieder in den Grill rein. Wieder bei ungefähr 140 Grad. Und ich denke, dass das vielleicht so noch 1-2 Stunden dauern wird. Dann sind die butterweich und fertig. Unsere Rippchen waren jetzt noch ungefähr 2,5 Stunden im Grill. Vor 1 Stunde habe ich den aber schon runtergeregelt, sprich die Luft zuvor zugemacht, damit der weiter runterfährt und hat jetzt auch noch 60, 70 Grad. Sprich zum Warmhalten habe ich die noch drinnen gelassen, aber vor ungefähr 1 Stunde waren sie schon fertig. Die Ruhephase ist aber enorm wichtig, damit das Fleisch noch ein bisschen weicher wird. Ich hole die jetzt mal raus und dann zeige ich euch, worauf ihr achten müsst. So, unsere Rippchen sehen sehr gut aus. Ich lasse jetzt mit geöffnetem Deckel noch mal so 10 Minuten hier ruhen. Damit die ein bisschen abdämpfen oder damit die ein bisschen kühler werden, weil sie sind natürlich jetzt sehr heiß. Wenn ich jetzt hier reinsteche, um zu gucken, ob sie gar sind, dann fühle ich halt, wenn ich mit dem Thermometer reinsteche, kaum noch einen Widerstand. Das bedeutet, das Fleisch ist butterweich. Na gut, hier war ein bisschen Widerstand, weil der Knochen ist halt ganz schön hart. So, hier auch, wunderbar. Geht so rein und geht auch so wieder raus. Das heißt, eine Viertelstunde lasse ich jetzt offen stehen und dann können wir probieren. Thank you.
So, unsere Beef Ribs sind fertig. Ich muss natürlich jetzt noch probieren. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Es riecht fantastisch und ich glaube, es schmeckt auch richtig gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Olli. Boah, butterweich. Super lecker. Melt in your mouth.